Sie geben Vollgas und rudern an die internationale Spitze. Sophie Bergmann und Bruno Späth vom Marburger Ruderverein 1911 sind echte Ausnahmetalente. Bruno ist in diesem Jahr voll durchgestartet. Bei den U19 wurde er im Vierer Deutscher Meister, Europameister und dann im August auch noch Weltmeister in Tokio. 2000 Meter, 6 Minuten, volle Pulle. Das sind erstmal Höllenqualen, aber dann ein unbeschreibliches Gefühl, sagt der 17-Jährige. Oh, dann nach 10 Sekunden, wenn das erste Laktat aus den Muskeln irgendwie wieder draußen ist und man wieder atmen kann, ist es einfach überwältigend. Kann man nicht anders sagen. Wenn man dann rüberguckt zu den anderen Mannschaften, die sich genauso freuen über den zweiten und dritten Platz, das ist einfach wunderschön gewesen, wenn man da weiß, jetzt kann erstmal niemand mehr uns schlagen. Wir sind jetzt erstmal die Besten. Bruno kam mit 11 Jahren zum Rudersport, weil er einen schiefen Rücken hatte. Durch das Training und den Muskelaufbau gingen die Rückenschmerzen schnell weg und Erfolge stellten sich ein. Ganz zur Freude von Joshua Benko, der zum Team der Jugendtrainer gehört. Ob das eiskalt draußen war, ob das heiß war, der Bruno ist einer, der quält sich immer. Der quält sich bis zum Letzten. Diese Qualen wurden in diesem Jahr mit einer perfekten Saison belohnt. Auf so eine Saison arbeitet Sophie Bergmann auch hinaus. Die 18-Jährige rudert erst seit 4 Jahren, darf sich aber jetzt schon vierfache Hessenmeisterin nennen. Bei den Deutschen holte sie Bronze. Sie hat den absoluten Willen, sagt ihr Trainer. Also wenn Sophie sich ein Ziel setzt, dann kenne ich kaum einen Menschen, der so zielstrebig darauf hinarbeitet wie Sophie. Und das bedeutet 10-mal die Woche Training. Heute Morgen zum Beispiel war sie schon um 6:30 im Boot. Sie quält sich aus einem ganz bestimmten Grund. Mein Ziel ist natürlich, auf der WM aufs Podium zu kommen. Ich bin ja Leichtgewicht, deswegen kann ich erst dieses Jahr praktisch auf die WM fahren, wenn ich es denn schaffe. Von daher ist das mein Ziel. Wir drücken dir die Daumen, dass du dieses Ziel erreichst. Aber Bruno ist ja das beste Beispiel. Wer fleißig trainiert, wird am Ende auch belohnt.